Und willkommen zurück zu Diablo 3. Kapitel 3 der... Welche Aufnahmesession war das? 12? Ach, seht ihr in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung, da seht ihr ja, welche Folge das ist. Die kann doch das gut benutzen. Ja. Genau deswegen liebe ich diesen rasenden Angriff einfach. Der ist so cool. Oh Mann. Da, seht ihr den Gegner dort drüben? Ist ein mächtiger Feind. Für genau so etwas habe ich geübt. Hey, guck mal. Vielleicht eine neue Waffe. Getötete 8 Erfahrung. Giftschaden. Bringt ein bisschen besser, ja. Ich glaube, im direkten Vergleich ist der eh besser, deswegen nehme ich den. Mit Leben muss ich ein bisschen aufpassen. Amethysten, das sind Edelsteine. Ich habe gesagt, ich muss mit meinem Leben aufpassen. Was ist? Ich verbrauche es gerade. Hey. Der wollte sich nicht zersprengen lassen. So, dann haben wir jetzt einmal einen Kreislauf geschaffen, aber einen richtig großen. Dann gucken wir nochmal alles durch und dann sind wir fertig. Ups. So, hier haben wir jetzt unkartografiertes Gebiet. Da liegen schon die Leichen, die wir verteilt haben. Und man hört die Klänge des Auer. Die weiten Klänge der Oase von Dalgor. Alter, ich habe mich schon letztens aufgeregt über diese dämlichen Viecher, die mir weglaufen. Das habe ich schon tausendmal gesagt. Die Gegner sollen nicht weglaufen. Das ist feige. Man programmiert keine Gegner, um sie weglaufen zu lassen. Und das muss man nochmal ändern, dass die Gegner auf einen zulaufen und nicht weg. Das stört. Das stört. Tote Dorfbewohner. Okay, hier noch. Dann können wir mal hier einmal rüber. Und dann haben wir da noch ein Riesengebiet aufzudecken. Da brauche ich einfach nur gerade ausgehen. Lilial beobachtet euch schon seit eurer Ankunft. Überall sind Spuren seiner Magie. Ach, das wundert mich nicht. Oh. Löscht euren Durst mit dem Blut der Petzer, meine Kinder. Fetzul? Trinkt und seid gesegnet. Fetzul, aha. Fetzul wird nie wieder trinken.
Den Seraphim sei Dank. Das Versprechen von Fizul Al-Khazar. Das war gerade ein seltener Gegner, den wir gesehen haben. Fizul Al-Khazar versprach seinen Jüngern, er würde sie aus dem sündigen Chaldeum in ein lilienbedecktes Paradies im Herzen der Wüste führen. Und dass die Reise dorthin sie alle bis zur Unkenntlichkeit verändern würde. Den Zustand der angenagten Knochen nachzuurteilen, die Wochen später gefunden wurden, hat Fizul wenigstens eines seiner Versprechen eingehalten. Na. War ja doch noch gut am Ende, ne? Hey, ein Wegpunkt. Schien. Na, so eine verwinkelten großen. Es gibt keinen Kopf. Wege mag ich eigentlich weniger. Hoffenweise Guahul schlafen. So, hier ist nichts mehr. Und hier glaube ich. Doch, hier war noch was. Ein paar Opfer. Habe ich auch nichts anderes erwartet. Solatius, der Schreckliche. Hieß er nicht mal Wurmkocher? Solatius, der Schreckliche. Oh Gott, er hat sich umbenannt. Der hieß mal Wurmkocher. Jetzt ist er der Schreckliche. Die Kammer der Gesichter, aha. Die Tür zu der Kammer ist magisch versiegelt. Die Steingesichter auf dem Boden scheinen auf unsere Anwesenheit zu reagieren. Wir würden es weiter untersuchen, aber als wir eingedrungen sind, wurde etwas in diesen Hallen erweckt. Wir sollten uns hier nicht weiter aufhalten. Das schaue ich mir doch mal genauer an. Grab von Khan Dakab. Ja. Neues Ereignis. Finde die aktiviert den Hebel der Kammertür. Okay. Verlorener Schatz des Khan Dakab. Hat. Da ist ein Tornister. Der letzte Wille von Khan Dakab. Mein Leben war lang und ich habe viel Reichtum angesammelt. Aber Gold hat mir nichts als Leid eingebracht. Und ich werde den Fluch meines Wohlstands nicht auf meiner Familie ruhen lassen. Diese Kammer soll meinen Schatz in alle Ewigkeit bewahren. Niemand soll ihre Geheimnisse erraten. Das wollte ich. Ja, ich würde es aber gerne wissen. Eigentlich nur, um es zu zeigen in Let's Play. Ich will es nicht haben, aber ich will es zeigen. Was soll ich denn mit so vielen Gürteln? Insbesondere Gürtel, die Klaffwunde der Zerstörer. Klaffwunde der Zerstörer. Ey, du alte Klaffwunde. Du zerstörst jetzt gar nichts mehr. Hohoho. So. Diese Namen, ey. Die Namen, die sind göttlich. Klaffwunde, der Zerstörer. Könnte von mir kommen.
Betrete die Khan-Dakab-Schatzkammer. Okay, das war anscheinend ein Mechanismus, den ich aktiviert habe. Und nun können wir dahin. Jetzt ist die Tür wahrscheinlich auf, die vorher zu war. Hm? Musste nur vorbeigehen. Hat schon gereicht. Vorher will ich natürlich jetzt in jeden Winkel hier noch abmessen. Nur damit wir einerseits Erfahrungspunkte kriegen und zweiterseits Geld und Material bekommen. Und vielleicht erfahren wir sogar noch ein bisschen Geschichte. Würde mich nicht wundern. Das war ein Amulett. Amulett der Stärke. Für uns nicht so sonderlich wichtig, da wir hauptsächlich Geschicklichkeit als Attribut nutzen. Ist Stärke also nicht so sonderlich wichtig. Igitt. Heiltrank nehme ich mit. So, und hier ist nichts weiter. So, dann wollen wir mal die Kammer betreten. Wir haben ja jetzt alles erkundet, ne? Ja. Bis auf die Kammer. Und dann bin ich blöd. So, ihr hört euch besorgt an. Nein. In mir ist auch Leere. Naja, vielleicht haben wir hier irgendwo eine Flasche Wasser, dann können wir dich abfüllen. Dann bist du auf jeden Fall wieder voll. Nee. Fertig. Genau, fertig. Dazu sage ich auch nichts mehr. Schatz von Khan Dakab. Oh. Geist von Khan Dakab. Und tschüss. Deine Macht hat zugenommen. Das hat aber gesessen. So, was soll... Ah, sie hat eine neue Fähigkeit. Nehmen wir das. Das mag ich. So, was haben wir denn noch hier? Halt. Ah, das ist Müll. 42 Geschicklichkeit und 3 Erfahrung. Ich glaube, damit kann sie mehr anfangen. Danke. Bitte. So, der Geist von Khan Dakab haben wir erledigt. Sein Schatz war ja nicht gerade sehr atemberaubend. Naja, immerhin ein bisschen haben wir was gekriegt. Alles deutet darauf hinaus, dass wir es in der nächsten Folge den Kopf von Soltun Kul finden werden. Vielleicht sollte ich mich erstmal eine Stunde hinlegen und dann aufnehmen. Ich fühle mich so müde. Ich habe auch gerade eben gegessen. Das war nicht allzu lange her. 2 Stunden. Hm. Das war eine Pizza und die liegt mir jetzt sehr schwer im Magen. Quietsch? Das muss jetzt mal sein. Es war eine schlechte Moderation, mitten im Spiel zu gähnen, aber ich denke mal, das war's wert. Grab von Sarda. Seht nur, da drüben. So eine Kreatur hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen vorstellen können. Meine Schmerzen wurden gelindert. Oh, deine Schmerzen, du armes Tuk-Tuk. Geh nach Hause.
Ich musste gerade einen Heiltrank einwerfen, weil es nicht anders ging. Ihr habt ja mein Leben gesehen, ne? Kontraplatz-Kala? Okay. Ich weiß gar nicht, was da steht. Ich hab's nur vorgelesen. Diese Narren im Handelsrat haben keinen blassen Schimmer, dass ich öffentliche Gelder aus den Kassen abzweige. Ich werde meine Beute weiterhin hier verstecken, wo sie niemand finden kann. Bald werde ich mir meinen Schatz schnappen, diese Wüstenhölle verlassen und mich im Westen auf die Suche nach grüneren Gefilden machen. Ja, zum Beispiel nach Neutristram. Am besten noch zum Ariad-Krater. Dort, wo es sehr grün ist. Hallo, hallo. Findet und benutzt, keine Ahnung. Betretet Sardas Schatzkammer, also gilt das gleiche Level-Design, nur mit einem anderen Typen. Ja, es aktiviert sich genauso, wie ich vorher gesagt habe. Und jetzt kommen ein paar Gegner, fliegen, genau. Links kommen jetzt noch ein paar Schlangenwächter. Kargra der Zenker, Kargra der Zenker. Ein machtvoller Gegner ist gefallen. Fliegen, ja. Machtvolle Fliegen sind gefallen, ich glaub's nicht. Herr der Fliegen. Das ist ein geiler Daibo. Nur kämpfe ich nicht mit einem Daibo. Ich bin Zweihandkämpfer. Schon immer gewesen. Eure Schwächen sind offenbar. Meine Wunden schließen sich. Meine Wunden schließen sich. Das hört sich immer so übertrieben an. Vor allem beim Mönch, der Stahl hart ist. Naja, Morpheus kann niemals erschüttern. Oder kann niemanden erschüttern. Da ist er knallhart. Oder? Ich werde euch führen. Verwendet dies mit Bedacht. Lauft wie der Wind. Ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin nicht bereit. Sardas Schatz. Oh. Und das ist Sarda. Sarda war ein Scheißgegner. Das war jetzt nur wirklich nicht der Schatz, den er da hat, oder? Hey, guck mal, das ist wiederum besser. Also wir haben hier echt eine mordsmäßige Liste an seltenen Gegnern. So viele hatten wir echt selten. Sonst haben wir immer sehr viele gehabt oder so. Aber das ist wirklich eine ganz große Stange gewesen. Ich gehe mal kurz in das versteckte Lager. Ich gehe mal kurz Sachen einschmelzen und beziehungsweise verkaufen. Ich kann gar nicht glauben, was die Leute alles wegwerfen. Wollt ihr etwas davon kaufen? Nö. So, wir werden auf jeden Fall ein Level, aber ich gehe mal kurz hier zum Heiler, der ist nämlich hier um die Ecke. Es sind keine Wachen in der Nähe, oder? So wie der Schäfer über seine Herde. So, dann wollen wir mal gucken. Irgendwas Neues hier? Welche Stufe haben wir denn? 21. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas... Ja, doch, der Zweite ist neu dazugekommen, aber ich glaube nicht, dass das so groß von Bedeutung ist.
So, dann sage ich bis morgen.